Der Frankreich-Block ist unterwegs in Würzburg auf dem Romanistentag und dort habe ich Theresa Hiergeist getroffen, die in einer Sektion über das Buch von Echenoz, Je m'en vais, einen Vortrag gehalten hat. Sie unterrichten in Erlangen, an der Universität in Erlangen. Was machen Sie dort? Dort bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin für französische und spanische Literatur zuständig. Und Sie haben auch kürzlich Ihre Doktorarbeit abgegeben. Ja, richtig. Um was geht es da drin? Also die handelt von Partizipationspotenzialen von Romanen. Ich untersuche sozusagen, welche Möglichkeiten hat der Leser, um mit literarischen Texten in Interaktion zu treten. Also da geht es um emotionale Beteiligungsmöglichkeiten, um kognitive, um evaluative oder ästhetische Erfahrungen. Also die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man mit Romanen in Beziehung treten kann während der Lektüre. Ja. Sind das Strategien, die die Schriftsteller sich ausdrücklich ausdenken, um Leser an den Text zu fesseln? Das kann man jetzt hundertprozentig so nicht sagen. Manche Sachen entstehen sich ja auch durch Zufall, manche sind gewollt. Aber das zu unterscheiden, da bin ich gar nicht dazu in der Lage. Mir geht es einfach darum, ich blende sozusagen den Autor völlig aus und es geht mir darum, was gibt es einfach für Möglichkeiten oder was bietet der Text, so wie er ist, wenn er vor dem Leser liegt, für Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Also das gehört in das zu dem Thema, was man als Rezeptionsästhetik bezeichnet, nicht? Eben, also im wirkungsästhetischen Bereich ist das angesiedelt, wobei, gut, da müsste ich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, dass die Wirkungsästhetik sich ja rein auf das Textuelle beschränkt, also das, was der Roman dem Leser ja schon vorgibt oder die argumentieren so, alle Reaktionen, die man haben kann auf einen Text, die sind im Text selber schon angelegt. Bei mir ist das ein klein bisschen offener. Also es geht, ich argumentiere nicht nur mit der Textstruktur, sondern hole eben auch Ergebnisse aus den Kognitionswissenschaften, aus der Emotionspsychologie mit in diesen Ansatz hinein und kombiniere sie mit dem Text, sodass dann eine Interpretation entsteht, die sozusagen wirklich auf das Erlebnis ausgerichtet ist. Das Leserlebnis, nicht? Genau. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist, Sie haben über einen Roman geschrieben, Jean Echenoz, Je m'en vais, den können wir einmal hochhalten, den werde ich auf der Website auch abbilden. Und es ist also nicht nötig, irgendetwas über den Autor zu wissen, sondern es geht nur darum, das Buch selber zu lesen erstmal, nicht? Ja, klar, darum geht es in der Literatur. Also diesen Spaß oder das Vergnügen, das man dabei haben kann, wenn man liest, darum geht es mir eigentlich. Warum könnten Sie Schülern, und deswegen habe ich Sie auch gefragt, jetzt habe ich auch zu diesem Interview gebeten, weshalb können Sie Schülern diesen Roman empfehlen? Also auf den ersten Blick ist der Roman sicher etwas ungewöhnlich, wenn man jetzt so von typischen Romanen, die vielleicht jetzt jeder Schüler gelesen hat, wie Harry Potter ausgeht. Und da ist es ja immer so, es gibt eine Geschichte, es gibt beispielsweise ein Rätsel, das gelöst werden muss, um den Stein der Weisen beispielsweise, und die kommen dann dieser Rätselslösung immer näher, und gleichzeitig ist es auch so, dass das Ganze immer emotionaler wird. Also man fiebert richtig mit Harry Potter, man erlebt emotional das, was Harry Potter selbst auch erlebt. Also man ist richtig drinnen in dieser Geschichte und wird richtig mitgerissen. Wenn man so jetzt aus dieser Perspektive kommt oder das erwartet, dann wird man bei diesem Buch Je m'en vais erstmal enttäuscht, denn da ist das irgendwie völlig anders gemacht. Also wenn es bei Harry Potter so ist, dass die Spannung langsam ansteigt, dann ist es bei diesem Roman so, dass unterschwellig dieser Roman von Anfang an, also vielleicht erzähle ich erstmal, worum es in dem Buch geht. Die Frage, die stellen sollen, nicht? Also gut, worum geht es in diesem Buch? Worum geht es in diesem Buch? Darf ich vorher noch was anderes fragen? Ja. Haben Sie ihn gerne gelesen? Den habe ich sehr gerne gelesen, diesen Roman, klar. Spannendes Buch für Schüler. Mal ein ganzes Taschenbuch mal lesen. Würden Sie denen das empfehlen? Also was auf jeden Fall der Vorteil ist bei diesem Roman, ist, dass er relativ leicht geschrieben ist. Also wenn man auch in den Französischunterricht einsteigt, meinetwegen jetzt zweites, drittes Lernjahr, kommt man da auch schon weiter mit diesem Buch. Also das wird man dann jetzt vielleicht nicht problemlos, man muss dann ein paar Wörter nachschlagen auf Punz. Genau, sehr schön. Ich wollte vorhin schon sagen, statt Potter lieber Hobbit sagen, weil das bei uns ist. Jetzt dabei fällt mir folgende Frage ein, um was geht es denn in dem Buch?
Frag sie nochmal. Um was geht es in diesem Buch? Also der Protagonist heißt Ferré. Also worum geht es in diesem Roman? Der Protagonist Ferré hat eine Kunstgalerie und verkauft dort eben ganz teure Kunstwerke. Und er bekommt von einem Angestellten Delahaye den Hinweis, dass es in der Arktis ein Schiff gibt, das vor einigen Jahrzehnten untergegangen ist. Und in diesem Schiff befinden sich Kunstgegenstände, die dort eben verschollen sind. Er macht sich dann auf den Weg, Ferré, um diese Kunstgegenstände zu bergen. Und er bringt sie auch sogar heil wieder zurück nach Paris. Dann werden ihm die allerdings plötzlich gestohlen, ohne dass er sie vorher versichern kann. Das heißt, irgendwie großer finanzieller Schaden entsteht ihm. Und er bekommt aber von der Polizei eine Spur, wo sich der Kunstdieb aufhalten könnte, verfolgt ihn selbst durch ganz Europa. Und das ist ja fast ein Kriminalroman. Ja, also der enthält ganz klare Strukturen eines Kriminalromans. Fließt doch Blut? Das ist eben jetzt das Besondere. Also Ferré trifft auf den Kunstdieb in Spanien und es stellt sich heraus, ist es dieser Delahaye selbst, also der ihm damals diesen Tipp gegeben hat, der in der Zwischenzeit seinen Tod vorgetäuscht hat, die Identität gewechselt hat und mit diesen Kunstgegenständen durchgebrannt ist. Und jetzt gibt es einen Showdown am Ende dieses Romans. Allerdings läuft er, und das ist das, was ich gemeint habe mit diesem Bezug auf Harry Potter, er läuft ganz anders ab, als man das normalerweise erwarten würde in so einem Kriminalroman. Nämlich ist das Ganze völlig... Oh, wollen Sie es verraten? Seien Sie vorsichtig. Also ich denke, so viel kann man verraten, dass das Ganze wieder erwarten, und das ist dieser Schock sozusagen am Ende, völlig emotionslos abläuft. Also die beiden stehen einander gegenüber, aber irgendwie, sie kommen nicht richtig zum Streiten. Das Ganze ist auch so vom Erzähler so dargestellt, dass er immer wieder diesen Showdown, den man sich eigentlich ja wünscht. Also man hat ja lange drauf hingefiebert, weil zunächst ist das ja schon so inszeniert, als würde es auch wirklich zu diesem finalen Konflikt kommen und dass der auch mit sehr vielen Emotionen für den Leser verbunden ist. Aber im Endeffekt ist es dann so, dass man in dieser Erwartung wirklich radikal enttäuscht wird. Und der Erzähler macht dann beispielsweise manchmal so Sachen wie, dass in dem Moment, wo die Hauptfigur jetzt beginnt, den Kontrahenten zu würgen und möchte ihn von der Brücke stoßen, sagt der Erzähler, so, und jetzt müssen wir uns aber der Beschreibung dieser Hauptfigur eigentlich zuwenden. Ich muss jetzt mal erzählen, dass das ein 50-jähriger so und so sieht. Ja, weil der auf der Brücke steht. Und lenkt sozusagen extrem von dieser Handlung ab, sodass man das, was man eigentlich möchte, das miterleben, dass das gar nicht funktioniert. Und diese Frustration, die gewissermaßen daraus auch entstehen kann, das ist natürlich Absicht. Also diese Spannung, die da so kreiert wird zwischen den Erwartungen, die der Leser einerseits hat, und dem, was er dann bekommt, die ist gewollt. Sie haben so eine fantastische, richtige, interessante Interpretation dieses Buches vorgetragen, so auf verschiedenen Ebenen. Wie kann, wenn ein Schüler so ein Buch gelesen hat, man könnte auch an eine besondere Prüfungsleistung denken, dass er ein Referat draus macht und darüber schreibt, wie könnte er sich so einem Buch von der Interpretation her annähern? Welche Möglichkeiten gibt es da? Also es ist ja so, dass was man in der Schule oft macht, da konzentriert man sich ja sehr stark auf die Bedeutung, also was könnte der Autor gemeint haben, als er dieses Werk geschrieben hat. Ich schlage da so eine andere Herangehensweise vor. Genau deswegen wollte ich Sie dazu befragen. Eben, und das ist eine Herangehensweise, die sich sehr stark auf die Materialität des Buches auch einlässt. Also dass man guckt, also so ein Roman hat, oder alle Romane haben einen unterschwelligen Rhythmus, der innen innewohnt. Also dieser Rhythmus kann auch über die unterschiedlichsten Möglichkeiten konstruiert werden. Also auf akustische Weise, also dass es gewisse lautliche Parallelen oder lautliche Widersprüche zwischen einzelnen Wörtern, aber auch Sätzen
gibt oder auf visuelle Weise, also wie ist der Text auf der Seite angeordnet. Also auch das gibt uns ja unterschwellig Hinweise darauf, wie man den Text erleben muss oder auch welche Bedeutung er trägt. Also ist es ein Text, der sehr stark konzentriert zusammensteht oder ein Text, der eher so luftig ist. Auch das, also auch diese materiellen Aspekte spielen bei unserer Lektüre eine Rolle und beeinflussen uns da. Das können auch eben, also ich habe jetzt die akustischen schon angesprochen, die optischen angesprochen, das können auch eben kognitive Elemente sein. Das heißt, man kann irgendwie ein bestimmtes Bedeutungsnetz spannen zwischen einzelnen Figuren beispielsweise. Oder man kann sich, wie das hier jetzt funktioniert in diesem Roman, die einzelnen Kapitel anschauen. Denn das Besondere ist bei den Kapiteln, dass die sehr stark voneinander getrennt sind. Also es gibt Kapitel, die beziehen sich auf diese Hauptfigur Ferré. Andere Kapitel, die verfolgen diesen Angestellten auch der Kunstgalerie Delahaye. Aber sie treten nie gemeinsam auf. Und allein die Tatsache, dass sie in den Kapiteln immer voneinander getrennt sind, das schafft so eine gewisse Gegnerschaft. Also man merkt schon, die beiden müssen befeindet sein, einfach nur dadurch, dass sie in unterschiedlichen dass sie sich sozusagen innerhalb der Kapitel gegenseitig ausschließen. Also das ist auch eine Bedeutungsebene, das Verhältnis dieser beiden Personen zueinander, nicht? Ja, das ist eine Bedeutungsebene gleichzeitig, aber würde ich sagen, kann man, also man erfasst das ja nicht nur rein geistig, sondern das ist auch das, was das Erlebnis generiert, denn das wirkt sozusagen unterschwellig auf den Leser ein und führt dann eben dazu, dass er erstmal bemerkt, aha, die beiden, die stehen in einem Widerspruch zueinander, zu einem Moment des Romans, wo man noch gar nicht weiß, dass es ja eigentlich Delahaye ist, der die Kunstgegenstände dann auch klauen wird. Schüler lernen ja leider furchtbar viel oder müssen auch furchtbar viel Grammatik in der Schule lernen und auch die Zeiten der Verben. Es gibt die Zeiten spielen in dem Roman auch eine Rolle. Das haben Sie an einigen Beispielen so schön gezeigt, nicht? Also es ist auf jeden Fall so, dass dieser Roman mehrsträngig... Ich wollte nur sagen, die Schüler können doch ihre Grammatikkenntnisse auch mal richtig anwenden in einem Roman. Ja? Also das kann man ja sicherlich in jedem Roman. Aber hier nun ganz besonders gut. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass der Roman mehrsträngig angelegt ist. Das heißt, es gibt unterschiedliche Punkte, von denen die Handlung kommt. Also die Handlung spielt einerseits ja in der Arktis, wo er die Kunstschätze birgt, andererseits aber auch in Paris, wo sich Delahaye aufhält und wo er dann die Fäden zieht für seinen Kunstraub. Und das wechselt auch immer so hin und her. Das heißt, es gibt unterschiedliche zeitliche Ebenen, die man in dem Roman verfolgen kann, die natürlich auch an den Raum gekoppelt sind. Also das läuft natürlich parallel, sodass man immer wieder auch Zeitsprünge hat, Raumsprünge von Kapitel zu Kapitel, was dann auch dazu führt, dass eben so eine ganz eigene Erlebnisdimension daraus entsteht. Sie haben in Ihrem Vortrag so schöne Skizzen auch verwendet. Darf ich davon eine auf dem Blog zeigen? Ja, klar. Das mache ich. Da kommt in den Artikel einfach drunter. Da kann man mal sehen, wie man bestimmte Teile auch visuell darstellen kann. Das fand ich sehr spannend. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, zu dieser Interpretation? Auf die Idee gekommen, also das war im Grunde, als ich angefangen habe, meine Doktorarbeit zu schreiben, hatte ich eben diese Idee oder ich bin davon ausgegangen, dass in der Uni eben sehr stark diese Bedeutungsdimension literarischer Texte immer fixiert wird. Also was ist der Sinn von dem, was geschrieben wird? Was wollte der Text oder was wollte der Autor damit sagen? Aber Lesen ist ja eigentlich nicht nur also irgendeinen Sinn rausziehen. Das ist ja nicht für den Großteil der Leute ist es ja so, dass sozusagen das, was sie erleben können, also die Emotion oder das Rätsel, die Spannung, dass das Wichtige ist eigentlich beim Lesen. Und das wird an der Uni bislang sehr vernachlässigt. Und da wollte ich einfach so ein bisschen gegenarbeiten, um auch das mal zu integrieren. Also diese performativen Anteile der Literatur ein bisschen rauszustreichen. Ja. Ich erinnere mich an mein erstes Referat in der Schule. Da habe ich, das ging auch über einen französischen Autor. Wenn ich es heute, ich habe das noch. Da ist die erste Hälfte oder 60% des Textes gehen über die Biografie des Autors und dann kommt ein bisschen was über das Buch. Genau das ist es nicht, sondern wir haben ja gesagt, über Eschenos müssen wir gar nichts wissen. Ich mache zwar einen kleinen Link darauf, wer das ist, den sagt ein ganz bisschen was, aber es geht nur darum, das Buch selber in die Hand zu nehmen und zu lesen, am besten nochmal zu lesen. Nicht?
Genau, also so ein Buch hat wahnsinnig viele Möglichkeiten und im Endeffekt liegt es ja am einzelnen Leser selbst, welche dieser Möglichkeiten er sich rausgreifen will und was er dann persönlich für sich auch rauszieht. Das heißt, wirklich, also wer der Autor ist oder was er in seinem Leben erlebt hat, das interessiert mich nicht groß, sondern wo kann ich mit dem Buch hin und was bringt mir dieses Buch selber oder was kann ich damit erleben? Genau das. Und darum geht es beim Frankreich-Blog, Themen zu entwickeln, die man in der Schule vielleicht nicht unbedingt so mitbekommt. Und einmal, halten Sie mir das Buch nochmal hoch, einmal ein Taschenbuch ganz zu lesen und nicht sagen, es ist schwer, sondern man kann ja ein Pons-Lexikon daneben legen und gucken, wie man hinterher zur französischen Literatur und zur französischen Sprache steht. Es gibt der Moment, wo das Lesevirus, jetzt kommt der Link auf den anderen Beitrag von vor 4, 5 Jahren, wo das Lesevirus überspringt und dann kann man vom Französischen gar nicht mehr loslassen. Vielen Dank, Frau Hiergeist.